Und ich begrüße alle recht herzlich zum heutigen Webinar zum Thema Fundus, die Bilderdatenbank der EKHN. Und heute zu Gast neben mir ist der Peter Bernecker vom Medienhaus. Peter ist Ansprechpartner, zuständig für Fundus. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um einfach mal ja, zu klären, was ist das überhaupt und wie können wir, ich sag mal, als Mitarbeitende in der Kirche auch davon profitieren. Deswegen würde mich jetzt einfach mal interessieren, eine kurze Umfrage, ob Sie schon mal bereits irgendwie was mit Fundus zu tun hatten, ob Ihnen das überhaupt etwas sagt. Es wird jetzt eine kurze Umfrage eingeblendet. Würde ich Sie einfach mal bitten, kurz drauf zu klicken, nur dass wir wissen, auf welchem Stand Sie jetzt sind. So, das sieht ja schon mal gut aus. Also wir haben noch niemanden, der dem Fundus noch komplett fremd ist. Wunderbar. Okay, 58% haben jetzt teilgenommen. Würde ich sagen, ja, nehmen wir das jetzt erstmal als Richtwert. 80% sagen, sie haben davon gehört, ist aber komplett neu und 20% haben schon damit gearbeitet. Und ich glaube, das ist für uns jetzt einfach mal eine gute Grundlage, damit anzufangen, dass wir einfach mal mit dem Basic anfangen. Von daher, Peter, erstmal herzlich willkommen, dass du heute da bist. Und ja, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor und dann würden wir direkt mal auf das Thema übergehen. Würde ich dich bitten, Fundus einfach mal vorzustellen. Ja, ich arbeite im Medienhaus der EKN in Frankfurt in der Multimedia-Redaktion und betreue dort die Webseite der EKN, schwerpunktmäßig den Bereich unsere.ekn.de, also dort, wo für die Mitarbeitenden der EKN die Infos in erster Linie sind. Wir haben aber festgestellt, dass viele, die Websites selber betreuen oder die Gemeindebriefe machen, oft das Problem haben, wo kriegen sie eigentlich die Bilder her? Und deswegen haben wir uns schon vor ganz langer Zeit Gedanken gemacht, Mensch, wir bräuchten einen zentralen Ort, wo wir die Bilder zusammentragen und alle für alle zugänglich machen. Die Idee war schnell geboren, die Umsetzung hat dann länger gedauert. Es gab eine technische Voraussetzung bzw. eine technische Plattform, die wir dann genutzt haben und die dann für uns von einer Webagentur angepasst wurde. Dann haben wir uns einen Namen ausgedacht, Fundus, weil man dort ja hoffentlich was findet für den Gebrauch. Ja, und jetzt steht diese Datenbank seit knapp einem Jahr im Netz und seit knapp einem Jahr sind wir dabei, die auch zu füllen. Ja. So viel okay, was bedeutet füllen? Was finde ich da? Oder wie groß ist die Datenbank mittlerweile? Also mittlerweile haben wir so um die 900 Bilder. Hm. Wir haben auch jetzt kürzlich im Herbst einen Fotowettbewerb gestartet, wo wir auch ein paar kleine Preise ausgelobt haben, damit wir einfach ein bisschen Bilder kriegen für diese Datenbank. Es ist ein bisschen Mühe, die Bilder da hochzuladen. Das werde ich nachher auch nochmal zeigen. Wir wollen es den Leuten schmackhaft machen. Eine Datenbank lebt natürlich davon, dass ganz viele Bilder drin sind. Im Moment sind das 900. In dem Wettbewerb sind auch nochmal über 100 Bilder eingetroffen. Die werden dann größtenteils auch noch hochgeladen. Dann sind wir so um 1000 Bilder. 1000 ist schon mal eine schöne Zahl, aber für eine Datenbank ist das natürlich jetzt erstmal noch Peanuts. Okay, aber ich sag mal, das sind jetzt alles Bilder, die kann ich für meine Arbeit rechtssicher verwenden. Ich kann nach Themen suchen, wenn ich einen Flyer machen will, ein Plakat, eine Website und kann diese Bilder dann aber verwenden, ohne dass ich befürchten muss, dass ich gegen irgendein Urheberrecht oder gegen Nutzungsrecht verstoße. Genau, das war unser großes Anliegen, weil es immer wieder vorgekommen ist, dass aus Unkenntnis oder nicht genügend Kenntnis Leute auf ihren Websites oder im Gemeindebrief Bilder verwendet haben,
ich sage jetzt gar nicht woher, also es gibt ja unterschiedliche Quellen, dann waren die Nutzerrechte aber nicht eindeutig. Es gibt auch Datenbanken, wo man denkt, ich bin auf der sicheren Seite und dann verwende ich das Bild und dann kriege ich nachher doch eine Abmahnung. Hat es alles schon gegeben. Das ist zum Teil ziemlich kompliziert mit diesen Rechten und da haben wir uns gedacht, das ziehen wir mal glatt. Und alle Bilder, die in dieser Datenbank sind, sind für alle Verwendungen rechtefrei. Also man kann diese Bilder im Gemeindebrief verwenden. Sie können, wenn Sie die große Auflösung nachher nehmen, ein Plakat machen, in Schaukasten hängen, auf der Webseite, in Social Media. Also grenzenlos. Ja, Das Bild darf auch bearbeitet werden. Es sollte nur die Aussage des Bildes nicht verändert oder umgedreht werden. Das ist klar. zum Thema kompliziert ist mir letztens auch wieder über den Schreibtisch gelaufen. Ich selber fotografiere ja auch und stelle auch bei Pixabay Fotos ein. Ich kenne ja vielleicht viele, wo man auch viele Fotos unter einer gemeinfreien Lizenz, jetzt einer Pixabay-Lizenz findet. Und hier geht man ja auch mal davon aus, ich kann die Fotos auch verwenden. Allerdings ist jetzt auch vorgekommen, dass es Abmahnung gab, eben weil jemand, der ein Bild hochgeladen hat, nicht über die Nutzungsrechte und nicht der Urheber des Bildes war, nicht über die Nutzungsrechte verfügt hat. Jemand, der das Bild verwendet hat, der ist aber davon ausgegangen, dass das Bild gemeinfrei ist, er das nutzen darf, hat aber letztendlich doch eine Abmahnung bekommen wegen Verletzung gegen das Urheberrecht. Und das ist im Prinzip ja auch richtig. Und genau dem soll ja bei Fundus auch vorgebeugt werden. Und ja, vielleicht kannst du uns das ja auch einfach mal zeigen über die Bildschirmfreigabe, wie ich Fundus überhaupt nutzen kann und wie ich da an Bilder auch herankomme, wie ich die finde. Ja, das mache ich mal. Das heißt, muss ich jetzt den Bildschirm freigeben? Ja, hier ist es doch. Jawohl. Ist es freigegeben? Moment noch nicht. Noch nicht. Dann. Ah, jetzt, genau. So. Moment, ist Perfekt. noch nichts freigegeben, Peter. Bildschirm Jo. freigeben, unten klicken und dann den Browser auswählen. Ja. Ja, wunderbar, Ah, prima. es braucht man einen Doppelklick, ja. So, da ist schon mal was anderes auf. Da wollen wir jetzt nicht hin. So, fundus.ekhn.de ist die Adresse, wie man drauf kommt. Und Sie müssen natürlich angemeldet sein. Die Anmeldung kann ich vielleicht mal als erstes zeigen, wie man sich überhaupt registriert für Fundus. So, also mal mit Drücke. Das geht nicht über Fundus direkt, sondern über unsere ekhn.de slash Fundus. Dort haben wir außerhalb von Fundus nochmal alle Informationen abgelegt. Und hier gibt es auch das Anmeldeformular. Ich klicke mal drauf. So, das übliche Anrede, Titel, Vorname, Nachname. Dann fragen wir auch die Dienststelle ab. Also wir wollen natürlich in erster Linie als Downloader, als registrierte User Menschen haben, die für die kirchliche oder diakonische Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. Deswegen fragen wir das hier ab. Im Zweifelsfall gucken wir auch mal nach. Sie können als Status angeben, ich bin hauptamtlich oder ehrenamtlich. Und Sie müssen eine korrekte E-Mail-Adresse angeben, selbstverständlich. Dann gibt es hier diese Nutzungsbedingungen. Müssen Sie hier komplett durchlesen. Das erspare ich mir jetzt. Wichtig ist vielleicht nochmal, es gibt mehrere Gruppen von Nutzern. Einmal sind das die hauptamtlich Mitarbeitenden, die auch, hier steht das, mit dem Umgang mit Bildrechten vertraut sind. Das sind Leute, denen wir auch zutrauen, dass sie eben keinen Fehler machen, wenn sie Bilder hochladen, Eine ganz kurze in Bezug auf Anmerkung. die Angabe von den Rechten. Man sieht nicht das, was Sie erzählen. Man sieht die ganze Zeit den Typo-3-Baukasten. Okay, den Typo-3-Baukasten. Ja, wir sehen einen Tab in Ihrem Ja. Browser, aber nur,
den Login im Typo 3. Ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht nur einen Tab ausgewählt haben zur Freigabe oder so und nicht generell Ihren Bildschirm freigegeben haben. Alles klar, dann gucke ich jetzt nochmal. Dann mache ich den Tab mal zu, aber dann muss das weg sein. Was sehen Sie jetzt? Immer noch den Gemeindebaukasten. Genau, also vielleicht geben Sie auch mal generell Ihren Bildschirm frei. Vielleicht hat er irgendwie ein Problem, dass im... Ja, das hatte ich eigentlich vor, aber... Du kannst den Desktop freigeben oder das Browserfenster. Du hast wahrscheinlich nur das Browserfenster freigegeben. Auf Bildschirm freigeben, unten klicken und dann das Browserfenster. Jetzt ist der Desktop, ist aber nur mein Desktop. Das ist das Dateifenster, genau. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Oh, ich kann jetzt einzelne Tab, aber das Ganze kann ich irgendwie nicht. Jetzt müsste was anderes zu sehen sein. Jetzt sehen wir die Fundus-Seite, genau. Fundus, die Bilder-Datenbank. Genau, auch danke nochmal für den Hinweis. Ja. Ja, ich sehe nämlich das auf jeden Fall. Gut. So, dann gehe ich jetzt nochmal auf diese Anmeldung. Das ist das Anmeldeformular. Und bei den Nutzungsbedingungen haben wir mehrere Gruppen. Gruppe 3 sind zum Beispiel die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden, die Gemeindebriefe erstellen, Webseiten, Redaktionen betreiben. Das sind Menschen, die dürfen sich anmelden und die dürfen in erster Linie aber nur downloaden, keine Bilder uploaden. So, ich gehe jetzt nicht die ganzen Nutzungsbedingungen durch. Sondern jetzt, wenn Sie angemeldet sind, kriegen Sie ein Passwort. Das muss ich wieder in den anderen Bildschirm freigeben. So, dann gebe ich doch einfach hier. Und dann zur eigentlichen Datenbank geht es über fundus.ekhn.de. So, sieht das jetzt jemand? Jetzt haben wir eine schwarze Seite im Hintergrund. Genau, jetzt sehen wir die Fundus-Seite hier. Jawohl. Dort geben Sie dann den von uns benannten Benutzernamen ein und das Passwort, loggen sich ein und dann kriegen Sie im Prinzip diese Oberfläche. Ich habe jetzt mit meinem Account noch ein zusätzliches Feld, das heißt hier Kröpp-Katalog. Das werden Sie nicht sehen. Kröpp ist die Konferenz der regionalen Öffentlichkeitsbeauftragten. Die haben hier auch nochmal in der Datenbank einen eigenen Bereich, wo Dateien, PDFs, Bilder, alles, was digital weitergegeben werden kann, sich dort findet. Sie sehen im Grunde aber hier diese drei Felder, wenn Sie sich anmelden. Wir haben einmal natürlich das Feld Hilfe und Unterstützung. Dort finden Sie ein Nutzerhandbuch. Das ist ein, gibt es als PDF, können Sie sich komplett runterladen, gibt es aber auch hier als kleine Webanmeldung. Da steht auch nochmal drin, wie man sich anmeldet. Gut, das haben Sie dann in dem Fall ja schon getan. Und wie alles funktioniert, zum Beispiel Suchen und Finden. Dort ist nochmal alles mit Screenshots erklärt, wie es funktioniert. So, jetzt habe ich hier das Problem, das hier ausmachen. So, und der wichtige Block für alle, die Bilder suchen, ist erstmal hier zu gucken. Wir haben nämlich einige Themen ausgewählt, wo wir denken, dass die für Sie interessant und wichtig sein können. Und dort laden wir auch in erster Linie mal unsere Bilder hoch. Da haben wir zum Beispiel hier aktuelle Themen in der Gesellschaft. 30 Jahre Mauerfall, Deutsche Einheit. Da sind im Moment 23 Bilder drin.
Oder wir haben hier Pressefotos zur Synode. Das war die Synode im November. 47 Bilder. Klicke ich mal an. Und so können Sie dann sich schon mal einen Überblick verschaffen, welche Bilder haben die denn zu diesem Thema zusammengetragen. Zu der Synode. Wenn Ihnen etwas gefällt, nehmen wir doch mal hier die Frau Scherf. Sagen Sie, oh, das ist ein schönes Bild, kann ich gebrauchen. Anklicken. Und jetzt sehen Sie, gibt es dieses Bild in drei Versionen zum Download. Also einmal die Originaldatei mit 2,4 Megabyte. Manche sind noch größer. Es gibt eine für den Druck, sagen wir mal, im Gemeindebrief völlig ausreichend in einer niedrigeren Auflösung. 495 Kilobyte. Und wenn Sie das Bild auf einer Webseite verwenden wollen, am Bildschirm, dann gibt es das nochmal komprimiert auf 189 Kilobyte. Hier über den rechten Download-Button können Sie den Download einleiten. Nehmen wir mal die große. So. Ihr Download wird in Kürze starten. So. Und dann lädt es das Bild in Ihren Download-Ordner. Dort können Sie es öffnen. Und die Datei ist auch immer benannt mit Fundus. Und dann gibt es einen Teil der Dateibeschreibung. So, wenn Sie dieses Bild jetzt benutzen in irgendeiner Weise, geben Sie bitte an, dass es aus Fundus stammt, das Bild. Konnten das jetzt alle sehen, weil das wie das im Download-Ordner bei mir ausgesehen hat? Ja, das hat man alles gesehen. Erstmal danke hierfür. Ich frage jetzt einfach mal, gibt es bis dato nochmal irgendwelche Rückfragen über das Prozedere, wie Bilder gesucht werden? Kurz überlegen. Also ich hätte schon mal konkret die Frage, wenn ich jetzt so ein Bild aus der Fundus-Datenbank nutze, welche Quellenangabe muss ich denn machen, damit ich es rechtskonform auch nutzen kann? Ja, das steht auch in den Nutzungsvereinbarungen. Ich muss wieder das Bild, den Bildschirm freigeben, nicht wahr? So. So. Jetzt gehe ich nochmal hier zum Thema. Also ich suche mir nochmal jetzt einfach ein Bild aus. So. Ah, haben wir sogar hier das Urheberrecht liegt bei Kathleen Retzer. Sie sollten also immer angeben fundus.ekn.de und Kathleen Retzler. Also die Fotografen haben immer das Urheberrecht und erteilen sozusagen Fundus und den Nutzern von Fundus das Nutzungsrecht. Und welche Quellenangabe muss ich jetzt genau unter einem Foto machen? Also ich meine, bei Pixelio, bei Stockfotos gibt es ja immer so einen ganz bestimmten Wortlaut. Oder ist das einfach nur egal und muss der oder die Urheberin einfach nur genannt werden? Also wir bitten darum, Fundus anzugeben, EKHN anzugeben und den Urheber. Wer einen Webbaukasten der EKHN benutzt und das Bild dorthin hineinlädt, kriegt diese Nutzungsangabe gleich automatisch mit übertragen. Das kann ich nachher nochmal vorführen. Ist natürlich, wenn Sie das Bild im eigenen Download-Ordner haben und dann für den Gemeindebrief verwenden, geben Sie einfach an, Fundus, EKHN und Kathleen Retzer. In diesem Falle. Oder der andere Fotograf bei einem anderen Bild. Ja. Okay, danke. Die Frage von Alexandra Schwarz ist dann ja auch schon beantwortet. Da kam über den Chat, die Metadaten sind also nicht zentral mit eingebunden, damit ich bei der Einbindung Typo 3 nichts mehr machen muss. Das heißt, wenn ich das Baukastensystem nutze und ein Fundusbild einbinde, dann sind auch schon alle Angaben richtig gesetzt. Genau,
Dann sind Urheberrechtsangaben, Bildunterschrift, Alternativtext, also ein bildbeschreibender Text für Sehbehinderte, ist alles mit eingebunden dann. Okay. Jetzt noch mal so die Frage, wer darf denn diese Bilder alles nutzen? Ist das jetzt nur für Öffentlichkeitsarbeit, EKHN intern oder ist das weltoffen? Also wer darf von Fundus profitieren? Also im Moment sind wir im Status, dass Mitarbeitende der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit und diakonischen Öffentlichkeitsarbeit der EKHN, also dazu gehören auch Gemeindebriefredakteure, jemand, der einen Schaukasten gestaltet, die dürfen das alle benutzen. Wir sind in Gesprächen mit anderen Landeskirchen, die sich an Fundus beteiligen möchten. Wie wir das machen, sind wir gerade am Verhandeln. Also wir sind sozusagen EKD-weit offen. Also wir sagen jetzt auch, wenn jemand, was weiß ich, aus Baden kommt und sagt, oh, da mache ich mit, dann sagen wir nicht nein, sondern dann vergeben wir da auch einen Account. Okay, also im Prinzip jeder, der Interesse hat, kann sich doch beteiligen. Ja. Livia schreibt jetzt doch im Chat, mich erstaunt, dass bei dem gezeigten Bild die Einwilligung der abgebildeten Personen nicht vorliegt. Genau, also in diesem Fall bei den Synodenbildern, das sind Pressefotos, die unterliegen dem Presserecht. Die werden in Kürze auch wieder aus diesem Ordner verschwinden. Die haben wir sozusagen nur dort mal eingestellt, solange die Presse über die Synode berichtet hat. Normalerweise haben wir von allen Personen, die gezeigt werden, eine schriftliche Einwilligungserklärung vorliegen. Das heißt, Fotografen, die Personen mit abbilden, müssen auf jeden Fall von allen Personen, die erkennbar dargestellt sind, eine Unterschrift einholen und uns diese Vereinbarung dann digital zur Verfügung stellen. Dann gibt es auch ein Häkchen an dem Bild, die Einwilligung liegt vor. Also normal reicht das Presserecht bezüglich Bilder nicht aus. Also presserechtlich heißt es ja nun gut, wenn da mehrere Personen auf einer veröffentlichten Veranstaltung auf dem Bild sind, dann darf man die fotografieren und dann darf man das Bild auch publizieren, wenn es ein öffentliches Interesse an diesem Bild gibt. Das gilt so für Fundus nicht. Für Fundus gilt immer und in jedem Fall, Personen müssen immer einwilligen. Das haben wir jetzt hier bei diesen Pressefotos, deswegen steht da auch Pressefotos, haben wir das natürlich nicht gemacht, weil das ja Pressefotos unter Pressefotos läuft. Die sind aber nicht dauerhaft in Fundus drin. Okay, aber grundsätzlich, wenn ich ein Bild finde, kann ich ja davon ausgehen, das hattest du vorhin ja schon beantwortet, dass die Rechte am eigenen Bild, dass die auch gewahrt sind und entsprechende Einverständniserklärung der Abgebildeten auch vorliegen. Darauf achten wir, ja. Fantastisch. Wenn ich bei Fundus jetzt noch nicht angemeldet bin, welche Möglichkeiten habe ich das denn jetzt wie zu nutzen? Wo melde ich mich da an? Wie baue ich das? Ich sag mal, wie ich an die Bilder komme, hast du ja aber auch schon gezeigt. Ja. Oder wie baue ich das vielleicht auch in das Typo 3 direkt mit ein? Das würde ich jetzt mal vorführen. Deswegen habe ich so einen Test-Account, wie es heißt. So. Jetzt müssten alle das Backend des Gemeindebaukastens sehen. Und zwar für die Mustergemeinde. Ja, richtig. So, das ist toll. So, damit arbeiten ja schon erfreulicherweise sehr viele Gemeinden bei uns in der EKHN. Die Bilder, die ich benutze im Baukasten, die sind in einer Dateiliste abgelegt. Und dort will ich da jetzt haben. Jetzt brauche ich mal ein neues Bild. So, ich habe jetzt immer hier rechts diese. Dann steht hier Datei aus Fundus herunterladen. So, dann sind jetzt hier immer die Login-Daten vom Baukasten angegeben. Das ist natürlich nicht das, was ich für Fundus brauche, sondern für Fundus habe ich einen eigenen Account bekommen. Jetzt werde ich sozusagen hier den für die Schnittstelle eingeben.
und logge mich jetzt über die Schnittstelle in Fundus ein und bekomme hier ein bisschen abgespeckt, aber eine Suchmaske. Eine Suchmaske, wie sie eigentlich auch in Fundus vorhanden ist. Ich kann also jetzt entweder hier in diese verschiedenen Themen gehen und sage, ich hätte mal gern was aus dem Kirchenjahr. Und hätte gern was zu Ostern. Klicke auf Suchen. Na, dann habe ich da zum Glück ein bisschen was gefunden. Das sieht aber nicht nach Ostern aus. Doch. Das ist zur Jahreslosung. Da ist ein Wochenmarkt. Also hier unten sind die ganzen Suchergebnisse. Interessanterweise gab es 909 Treffer. Das sind eigentlich alle Bilder, die wir in der Datenbank haben. Ich versuche es mal mit einem Schlagwort. So, jetzt habe ich nur 8 Treffer. Na, das ist doch schon mal was. So, dann sage ich, ja, dieses Osterfeuer, das hätte ich gerne. Und dann werden nochmal die Metadaten zu dem Bild genannt. Also das ist das Osterfeuer in Hünstetten-Bechtsheim. Datum, wann das aufgenommen wurde, wurde nicht eingetragen. Name des Fotografen ist Birgit Hamrich. Es darf redaktionell frei verwendet werden. Ein Einverständnis abgebildeter Person liegt nicht vor. Da gibt es auch keine Person. Und es gibt es jetzt in mehreren Auflösungen. So, dann muss ich dieses Fenster nochmal schließen und jetzt nochmal hier auf diese Ressource herunterladen. Und dann kann ich sagen, ich hätte es gern für den Bildschirm. Ist automatisch ausgewählt, weil Typo 3 davon ausgeht, es wird eine Webseite erstellt, also kriege ich das in Bildschirmgröße. Und dann steht jetzt hier die Ressource Fundus 351 Osterfeuer.jpg wurde in das Verzeichnis heruntergeladen. Jetzt kann ich hier zurück zur Dateiliste und sehe es hier. Abgelegt. Jetzt kann ich mir hier nochmal die Metadaten angucken und kann sie auch bearbeiten. Da steht jetzt Osterfeuer in Hünstetten-Bechtsheim. Das kann ich natürlich, wenn ich mit dem Ort nichts zu tun habe, wegmachen. So, jetzt komme ich da nicht weiter runter gescrollt. Okay. Gut, mehr kann ich mir jetzt da auch gar nicht anzeigen lassen. Es kommt jetzt gerade zwischendrin noch eine Frage rein, und zwar die Bildschirmauflösung von 800 Pixel ist nicht mehr zeitgemäß. Kann man die vorgewählte Option Bildschirm ändern oder ist das festgelegt? Also im Typo 3 kann man das nicht ändern. Aber? Ich kann mir das Bild natürlich im Fundus direkt runterladen und dann kann ich mir auch die große Datei runterladen. Okay. Also wenn ich das aber normal auf einer Webseite verwende, ist das eigentlich die optimale Größe. Wir wollen ja auch nicht die Webseiten mit zu großen Bildern belasten. Ja, also das heißt, die Größe, die ist schon auf das Baukastensystem hier auch optimiert. Wer das Bild in einem anderen System nutzen möchte, kann sich die Datei auf Fundus direkt herunterladen und in der vollen Größe nutzen. So ist es, genau. Okay, danke. So wie es auch eingereicht wurde. Das reicht dann, also manche Bilder haben vielleicht auch nur 2 Megabyte, manche haben aber 7 Megabyte. Das ist auch ganz unterschiedlich, das liegt auch ein bisschen an den Fotografen. Okay, war es das soweit zur Typo 3-Nutzung? Ja.
Prima. Gut, ja, dann erstmal mal Dankeschön. Auch schön, dass über den Chat einige Fragen kommen. Ich würde jetzt einfach noch mal so eine kleine Fragerunde eröffnen. Gibt es bis dato noch, ich sag mal, Unklarheiten, was die Nutzung von, ich sag mal, den Fundusbildern in und außerhalb des Baukastensystems angeht, bevor wir dann gleich zu dem Thema kommen, wie man sich denn anmeldet und auch Fotos hochladen kann. So, jetzt gibt es noch eine Frage von Michael. Gibt es eine Schnittstelle für andere Content-Management-Systeme, zum Beispiel für WordPress? Ganz klar, nein. Also wenn Sie ein anderes System benutzen, dann müssen Sie einfach das Bild direkt in Fundus auf Ihre Festplatte runterladen und von da in WordPress oder was auch immer genutzt wird, Jimdo und so weiter. Also wir können da gar nicht zu allen anderen CMSen eine Schnittstelle programmieren. Wenn wir mit anderen Landeskirchen zusammenarbeiten und dort wird ein Baukasten benutzt, ein anderer Baukasten, dann werden wir natürlich darauf achten, dass es da eine Schnittstelle gibt. Aber zu allen möglichen Systemen, das ist, können wir nicht leisten. Das heißt, da bleibt dann der Weg, über Fundus sich einzuloggen, runterzuladen, dann in die Mediathek hochzuladen. Eine weitere Frage von der Alexandra Schwarz. Darf man heruntergeladene Bilder noch ein wenig optimieren, zum Beispiel hinsichtlich Farben oder so? Darf man mit den Bildern von Pixabay teilweise auch, also das war so die Veränderung der Bilder, wie weit dürfen die noch verändert werden? Soweit Ihre Kenntnisse reichen. Sie dürfen die in alle möglichen Richtungen verändern, beschneiden, Farben optimieren, schwarz-weiß, schärfer, unschärfer und so weiter. Wir schließen nur in den Nutzungsbedingungen aus, dass sie sozusagen, also der Bildinhalt völlig umgedreht wird. Ja, also in einem, oder montiert werden, aus drei Bildern eins machen, Leute zusammenschneiden oder Dinge zusammenschneiden, die nicht zusammengehören. Und dann Fundus drunter schreiben, das geht natürlich nicht. Aber ein einzelnes Bild darf man in aller möglichen Richtungen bearbeiten. Okay, vielen Dank. Ja, gibt es sonst noch weitere Fragen auch zur Nutzung der Fundusbilder? Sieht erstmal nichts aus. Wenn noch Fragen kommen, einfach in den Chat reinschreiben. Ah, da kommt noch was von der Julia. Vielen Dank. Darf die Bilder auch außerhalb der Website verwenden? Also das heißt, wo darf ich die Fundusbilder in welchem Umfang benutzen? Eigentlich überall. Da achten wir auch darauf, dass unsere Fotografen uns dieses Nutzungsrecht einräumen. Sie dürfen das Bild in Social Media benutzen, das heißt Facebook, Instagram, Twitter, sämtliche Printprodukte. Sie dürfen es nicht in eine andere Datenbank hochladen. Also das ist natürlich ausgeschlossen. Also Sie dürfen es nicht in Fundus runterladen und in Pixabay wieder hochladen. Ansonsten ist alles erlaubt. Genau. Dafür war es ja gedacht, außerhalb der Website, also auch für Flyer, Plakate, Gemeindebriefe, Zeitung als Pressebild etc. Genau, eben nur keine Weiterverwendung und Veröffentlichung mit einem neuen Urheberrecht oder mit neuem Nutzungsrecht. Also ich glaube, das ist auch ausgeschlossen, oder? Ja. Genau, okay. Also weiterverkaufen geht natürlich auch nicht. Das sind vor allem auch Regelungen, die wir mit unseren Fotografen abschließen oder diejenigen, die Bilder hochladen, müssen auch Nutzungsbedingungen akzeptieren und die räumen uns dieses Recht ein. Das haben wir sozusagen erstmal pauschal so geregelt und mit Fotografen, die von uns beauftragt werden für Bilder, zum Beispiel haben wir jetzt eine Serie anfertigen lassen zum Thema Beten. Es ist eine Serie entstanden mit mehreren Fotos von einem Fotografen, der kriegt dafür auch Geld, der muss aber alle diese Rechte abgeben und darf diese Bilder nicht nochmal exklusiv anders verkaufen. Mhm. Er darf die Bilder natürlich auch woanders benutzen, weitergeben, muss aber angeben, es ist ein Fundusbild und kann jetzt nicht, wenn er, was weiß ich, nochmal ein Buch herausgibt, sagen, da
Das ist mein Sohn. Das gehört ja auch zur Rechtssicherheit dazu, dass wenn ich ein Bild verwende, es irgendwie in einem Jahr nicht ein neues Urheberrecht hat oder ein neues Nutzungsrecht hat. Genau, das gehört ja auch mit dazu. Gut, jetzt waren wir bei dem Punkt, wie finde ich bei Fundus direkt auch die Bilder? Wie finde ich im Typo3-System die Bilder? Das heißt, du hast ja gesucht und die Schlagwörter, unter denen ein Bild gefunden wird, das sind ja die Schlagwörter, die man ja angibt, wenn man ein Bild auch hochlädt und veröffentlicht. Also von daher rät es sich ja auch eine gewisse Sorgfalt auch zu haben, dass man später, wenn die Datenbank größer ist, auch die Bilder wiederfindet, oder? Okay, wie kann oder können denn generell Fotos neu dazukommen und wer darf alles Fotos hochladen? Ja, das wählen wir aus. Das sind zum einen die Kollegen aus der Öffentlichkeitsarbeit, der sogenannten KRÖB. Das ist die Konferenz der regionalen Öffentlichkeitsbeauftragten. Das sind ungefähr 40 Personen. Da gehen wir einfach davon aus, dass die aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation wissen, wie es um Fotorechte steht. Mit denen haben wir auch zum Teil darüber diskutiert und verhandelt, wie diese Nutzungsbedingungen aussehen. Ansonsten muss man sozusagen sich mit uns in Verbindung setzen und sagen, also ich bin professionell unterwegs als Fotograf oder Öffentlichkeitsbeauftragter. Ihr kennt mich zwar noch nicht, möchte aber gerne Bilder hochladen und dann gibt es auch die entsprechende Berechtigung. Okay, also das heißt, man muss jetzt kein lizenzierter, ausgebildeter Fotograf sein, sondern man muss einfach, ich sag mal, den Wille haben, erstmal die Kompetenz haben, fotografieren zu können, den Wille dann auch, das Bild unter gewissen Lizenzen und Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Es ist im Prinzip offen und an wen wende ich mich, wenn ich veröffentlichen will? Kann ich mich anmelden? Muss ich mich vorher im Medienhaus irgendwie anrufen? Wie ist das Prozedere? Das geht auch über das Anmeldeformular. Es geht natürlich auch ohne das Anmeldeformular einfach fundus@ekhn.de ist die Mailadresse, dort Kontakt aufnehmen und sagen, also ich möchte als Uploader zum Beispiel mich registrieren und dann treten wir in Kontakt. Gut, die Livia schreibt jetzt gerade noch im Chat, ich habe in meinem Baukasten keinen Button zum Hochladen von Bildern aus Fundus. Woran liegt das? Also wahrscheinlich diesen Download-Button runterladen von Fundus. Woran kann das liegen? Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt in den letzten Tagen eine technische Wartungssession hatten und da erstaunlicherweise ist es dann immer mal so, dass diese Rechte, die ja vergeben werden müssen, da nicht mehr vorliegen. Das hatte ich gestern Abend. Okay. Einfach an technik@ev-medienhaus.de, also den Support für den Baukasten, eine Mail schreiben und dieses Problem benennen und dann wird dieses Recht eingeräumt. Jawohl, das ist die richtige Adresse, danke. Die Kollegen machen das dann und dann geht das auch wieder. Also kein unbekanntes Problem, kein repariert werden, einfach mit dem Support mal in Verbindung setzen. Kann bei jedem Update irgendwie immer mal was dazukommen. Gut, gibt es denn jetzt noch Fragen oder gibt es noch was zu zeigen, Peter? Ich würde in einem zweiten Schritt mal zeigen, wie das mit dem Hochladen geht. Ja, sehr gerne. Das betrifft zwar jetzt nicht viele, aber das zeigt nochmal, auch denen, die nicht hochladen dürfen, gibt es nochmal einen Einblick, was alles an Metadaten vorliegen muss und wie man das eingibt. Das ist ein Prozess, das dauert pro Bild so gut 5 Minuten. Mhm. Und das würde ich jetzt einfach mal kurz durchspielen. Okay, gerne. So, dann machen wir den Bildschirm wieder frei. So. Genau. Ich habe ja einen Account, mit dem ich auch hochladen darf. Wie das bei so EDV-Anwendungen ist. Es gibt viele Wege, wie man was machen kann. Ich gehe in der Regel davon aus, dass ich ein Bild immer in ein bereits vorhandenes Thema hochlade. Mhm. Jetzt nehme ich mal irgendeins. Ich kann das ja auch später wieder löschen. Also hier waren jetzt die aktuellen Themen in der Gesellschaft. Europawahl 2019 ist jetzt nicht mehr ganz aktuell. Dann kann ich hier was mit der Kollektion machen.
ich kann die auswählen, bearbeiten, ich kann hochladen in diese Kollektion. Das sage ich allen Uploadern, das ist der beste und einfachste Weg, es gleich dort hochzuladen, wo ihr meint, dass es hingehört. So, und dann habe ich hier dieses Datei-Auswahl-Fenster. Gehe hier unten auf Datei hinzufügen. Und jetzt habe ich natürlich schon mal zwei Bilder vorbereitet. Wir nehmen mal nur eins, das ist die Lichtkirche. Hat jetzt mit der Europawahl nichts zu tun. Macht nichts, ist nur zu Demonstrationszwecken. Jetzt sage ich Hochladen beginnen. Das Bild hat 7,7 Megabyte. Jetzt beginnt der Prozess des Hochladens. Schwupp, schon ist es oben. Jetzt denkt das System kurz nach. Und dann bekomme ich die Eingabefelder für die Metadaten. Mhm. So, jetzt hat es umgeschaltet. Jetzt hat es schon mal erkannt, diese Ressource ist vom Typ Bild. Hier habe ich Daten von einer anderen Ressource kopieren. Das heißt, wenn ich ähnliche Bilder mit denselben Bildunterschriften, denselben Fotografenangaben, Ortsangaben übernehmen will und das schon mal hochgeladen habe, muss ich mir vorher diese ID-Nummer raussuchen, die dann hier eintragen und sie kopieren und dann ist alles schon vorausgefüllt. Habe ich aber in den meisten Fällen nicht. Ich muss mir aber einen Titel ausdenken. Da wird schon mal was vorgeschlagen, was im Cache gespeichert ist. Zum Beispiel die Lichtkirche. Das kann ich auch noch ein bisschen erweitern. So. Dann eine Bildunterschrift. Jawohl. Die EKHN präsentierte eine mobile Kirche auf der Weltausstellung. Dann habe ich hier den alternativen Text für die Barrierefreiheit. Dort sollte ich nicht nochmal die Bildunterschrift kopieren, sondern beschreiben, was sehe ich denn auf dem Bild. So, was habe ich da gesehen? Eine Holzkirche. So, jetzt stimmt's. Bei dem Datum hat es automatisch das Datum, das mit der Bilddatei verbunden ist, die sogenannten EXIF-Daten, mit hochgeladen. Das war am 27. August 2017. Wenn es das nicht mit hochlädt, sind nicht immer diese EXIF-Daten aus der Kamera beim Bild dabei, dann trägt man das hier ein. Den Ort der Aufnahme trage ich auch ein. So, als Name des Fotografen ist meiner angegeben. In dem Fall stimmt es. Kann aber auch sein, dass ich ein Bild von jemand anderes hochlade. Da muss ich das ändern. Ganz wichtig ist dann hier, wenn man sich hier einmal verschreibt, diese Angabe kann man nachträglich nicht ändern. Also würde ich jetzt hier meinen eigenen Namen falsch schreiben, wäre der falsch abgespeichert. Dann muss ich das Bild nochmal hochladen. Ich kann alle anderen Angaben nachträglich ändern, diese nicht. Das Urheberrecht liegt auch bei mir. Ich habe es fotografiert. Jetzt gebe ich ein, Benutzungs- und Bearbeitungsrechte habe ich mehrere Varianten. In der Regel heißt es redaktionell frei verwendbar. Theoretisch könnte ich das Bild auch als gesperrt eingeben, dann ist es aber für niemanden sichtbar und ziemlich witzlos. Ich könnte es auch verkaufen wollen, das wollen wir aber in der Regel nicht. Das haben wir mal in dieses Feld vorgesehen, falls wir mit Partnern zusammenarbeiten, die doch Geld haben möchten. Aber in der Regel ist es redaktionell frei verwendbar. Einverständnis der abgebildeten Person liegt vor. Ich schreibe jetzt mal nein. Die habe ich nicht. So, Schlagworte. Jetzt gebe ich natürlich hier möglichst kluge Schlagworte ein. Hier hat schon Lichtkirche, gibt es schon. Ich kann sagen, das war Reformation.
so dann dürfen noch mehr sein. Ich lasse es erstmal dabei. Wenn Personen abgebildet sind, schreibe ich hier noch die Namen ein. Ich kann auch das Dekanat eintragen und auch noch Bemerkungen eintragen. Muss ich aber nicht. Hier steht, es wird zur Kollektion Europawahl hinzugefügt. Soweit alles okay. Dann sage ich weiter. Dann werden mir alle Daten noch einmal präsentiert. Und jetzt, wenn ich hier bestätige, ist dieses Bild dann in dieser Kollektion verewigt. Es dauert einen kleinen Moment. Fundus denkt nach. Müssen wir warten. Jawohl, jetzt ist es fertig. Jetzt kann ich nachgucken bei Themen. Europawahl sind es jetzt 4 Bilder. Toll. So, da ist jetzt die Kirche, die Lichtkirche drin. So, im Prinzip hätte ich jetzt als Uploader zumindest die Einverständniserklärung der Personen hier im Hintergrund, die auf der Bühne sind, einholen müssen. Die anderen erkennt man nicht. Da brauche ich keine Einverständniserklärung, die sind alle von hinten. Aber hier die Personen auf der Bühne, das hätte ich einholen müssen. Als Pressefoto geht das natürlich, war eine öffentliche Veranstaltung. Aber da das Bild ja jetzt dauerhaft in einer Datenbank steckt, brauche ich also für alle Personen diese Genehmigung. Die muss ich dann als Fotograf nochmal per Mail an das Medienhaus schicken. Jetzt ist es drin. So, wenn jetzt Fotografen dann 20 Bilder hochladen, dann dauert das ein bisschen. Im Formular sind natürlich dann einige Eintragungen schon im Cache von dem Formular drin. Die kann ich dann wieder aufrufen, aber wichtig ist halt immer eine Bildunterschrift und auch einen alternativen Bildbeschreibungstext, den muss ich immer individuell mit hochladen. Ja. Ja, genau. Wenn ich mir das anders überlege, kann ich es auch wieder löschen. Ja. Ich habe auch einen kleinen Button löschen. Genau. Nee, die Frage war jetzt ja von der Alexandra Schwarz auch, hat jeder angemeldete User alle Rechte und kann auf alle Bilder zugreifen und die ändern oder nur auf die eigenen? Also es gibt ja im Prinzip diese zwei Usergruppen, einmal die nur downloaden dürfen, die dürfen natürlich nichts ändern oder löschen, die dürfen nur downloaden. Das ist dann nur zum Selbstbedienen. Die, die das Recht haben, Bilder hochzuladen, dürfen auch Bilder löschen und die in den Kollektionen verschieben. Also das nur die eigenen oder auch die von anderen? Auch die von anderen. Auch die von anderen. Das heißt, das ist eine Redaktionsrolle, die wird von euch dann zugeteilt nach Gutdünken. Genau. Es ist nicht so, dass jeder, der dort angemeldet ist, grundsätzlich alles bearbeiten und löschen darf. Nein, wenn ich nur Downloader bin, kann ich gar nichts löschen. Also das wäre schlecht, ja. Okay. Es ist uns leider nicht gelungen, die Rechte so zu verteilen, dass man als Uploader zum Beispiel nur die eigenen Bilder löschen kann. Es ist so, das Bild ist dann nicht gleich vollständig vernichtet. Das ist dann erstmal als gelöscht markiert. Und wenn ich sage, oh, ich habe aus Versehen ein Bild gelöscht, das gar nicht mir ist, kein Problem, das können wir wieder herstellen. Okay. Gut, ja, das war erstmal ein ganz toller Überblick über Nutzung, Runterladen, Einbinden und auch selber Hochladen. Vielen Dank dafür, Peter. Ich würde jetzt einfach nochmal so am Ende die Möglichkeit für die Fragerunde geben. Es wird ja schon mal fleißig im Chat geschrieben, das finde ich klasse. Aber wenn hier noch Fragen sind, bitte jetzt einfach nochmal am Ende nochmal einbringen. Doch für nähere Informationen. Wenn ich jetzt im Nachklang noch mal in den Fragen zum Thema Fundus habe, an wen wende ich mich denn da? Fundus@ekhn.de. Ich kann es ja auch mal hier eintippen.
Oh. Okay, das scheint dann keine weiteren Fragen zu geben. Ich würde dann auch mit Blick auf die Uhr das Webinar so langsam auf die Zielgerade bringen. Und wie gesagt, es wurde aufgezeichnet oder es wird doch aufgezeichnet, wenn man sich das nachher nochmal angucken möchte, unter eeb-virtuell.de im Blog in der Mediathek ist das dann immer auch abrufbar. Ansonsten hätte ich jetzt am Ende noch einmal noch eine kleine Umfrage. Und zwar geht es um die Auswertung dieses Webinars. Möchte einfach nochmal so eine kleine Rückmeldung von Ihnen und euch haben, wie es denn angekommen ist, wie es gefallen ist. Ich habe vorhin gelesen, die Umfrage ist nicht bei allen sichtbar geworden. Ich hoffe, dass es jetzt irgendwie für alle sichtbar ist. Sie sollte jetzt erscheinen, die Webinarauswertung. Das Webinar möchte ich wie folgt bewerten und würde euch einfach bitten, einfach mal kurz uns eine Rückmeldung zu geben. Es geht ja auch darum, auch zukünftig mal zu schauen, inwieweit das Format mit so kurzen Dreiviertelstunden oder stündigen Inhalten überhaupt zukunftsfähig ist oder ob wir dann immer Fortbildungstage auch mit anbieten sollen. Die Umfrage rattert und es läuft. 15 haben schon geantwortet. Keine Umfrage da, Alexandra Schwarz, das wundert mich jetzt wirklich. Also scheint ja zumindest bei 15 Leuten ist die Umfrage da. Ich würde anbieten, wenn das Interesse weiter besteht, bei so Talks dabei zu sein, dass wir uns einfach mal in der kommenden Woche kurz schließen. Ich gebe einfach mal meine Telefonnummer im Zentrum Bildung in den Chat, dass wir einfach mal einen Termin ausmachen und mal danach gucken. So, ja, die Umfrage war anonym. Ich denke, es ist grundsätzlich gut angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich hierfür und ja, ich beende dann auch gleich die Aufzeichnung und wünsche euch allen noch schönes Wochenende. Schön, dass ihr mit dabei wart und ich würde mich freuen, auch bei künftigen Webinaren euch wieder mit dabei zu haben. Unter eebvirtuell.de sind, wie gesagt, die nächsten Termine alle drin. Wir haben im nächsten Monat auch ein ganz spannendes Webinar zum Thema Virtual Reality Konferenzen, also Konferenzsysteme, Treffen und Begegnungsmöglichkeiten in der virtuellen Realität. Man braucht keine VR-Brille, um dabei zu sein, aber es ist auf jeden Fall sehr informativ. In diesem Sinne, macht alles gut, schönes Wochenende und bis bald. Tschüss. Das wünsche ich auch allen. Tschüss.